Was war das doch für ein toller Sommer. Weltmeisterstern Nummer 4 Deutschland im Freudentaumel. Unvergesslich diese Szenen. Natürlich lässt auch Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics die beliebteste Sportart der Deutschen nicht außen vor. Vor allem die Damen zeigen Jahr für Jahr ihren Willen, bis ganz nach vorne durchzustarten. Es gibt hier viele Talente. Es sind ja auch einige Nationalspielerinnen hier aus dem U16 und aus dem U17-Bereich in den Schulen tätig und spielen auch hier vor. Von daher hat es schon eine gewisse Bedeutung auch für die Sichtung. Eines dieser Talente ist Viktoria Krug. Bereits im jungen Alter steht die Innenverteidigerin im Kader von Turbine Potsdam und versucht auch durch JTFO weiter auf sich aufmerksam zu machen. Ich freue mich eigentlich jedes Jahr auf Jugend trainiert, weil es ist halt Kleinfeld und auf jeden Fall sehr technikbetont und messen sich halt die besten Schulen und wir wollen halt mit dazugehören und ja, gewinnen. Beim Jahrgang 98 bis 2000 starten im Poststadion insgesamt 16 Mannschaften. Das Feld ist kleiner, statt 11 spielen 7. Großer Favorit wie im letzten Jahr die Sportschule Potsdam. 3 Vorrundenspiele, 3 Siege, auch durch Viktorias Leistung. Viktoria ist jetzt bei uns auf der Schule seit 4 Jahren und hat jetzt schon die Nominierung bekommen für die erste Mannschaft der Bundesliga, ist dort im Kader mit drin und ich denke mal, mit ihrer Leidenschaft, was er mitbringt, hat sie durchaus gute Chancen. Andere Location, gleiche Sportart. Hier geht es ähnlich zur Sache wie bei den Mädels. Beim bundesweiten Turnier für Schüler und Schülerinnen mit geistiger Behinderung wird am ersten Wettkampftag zunächst nach einem bestimmten System die Gruppe A und B zusammengestellt. Man sieht hier, glaube ich, wenn man die Spiele beobachtet auf den Plätzen, dass die Jungs hier einen super Fußball spielen. Und ja, warum sollen sie da nicht auch genau wie bei Jugend trainiert für Olympia in den Regelschulen hier auch einen Bundesliga ausspielen können? Ob Handicap oder nicht, Fußball verbindet und kann gleichzeitig ein Sprungbrett sein. Bei JTFO und JTFP wird auf jeden Fall fleißig dafür trainiert. Und vielleicht gibt es in naher Zukunft wieder so einen tollen Sommer wie 2014.